Please visit www.patreon.com/oneseataday in order to see the full 2 hours in Ultra HD with Nino Permaculture. Yo quiero mango dorito, mango pajarito, mango manzano, dame mango colombiano. Quiero mango morado, mango perfumado, mango chancleto porque el suelo está repleto. Quiero mango de hilacha, mango candela, mango poma rosa, mango pecho paloma. Quiero mango, todo el año quiero mango. Na, erklär mal, Nino. Stellst du dich uns kurz vor? Ich? Meinst du jetzt? Ja. Ja, hallo, ich bin Nino. Wir wohnen hier nördlich von Berlin in Oranienburg. Bin 38 Jahre, habe eine Firma, die Gärten zur Selbstversorgung plant und umsetzt. Und wir sind jetzt hier bei mir, bei uns zu Hause. Und das ist ein Permakulturgarten, wie ich Permakultur interpretiere und wie ich nach Permakultur arbeite. Ja, das kann man hier sehen als Interessent, als Kunde. Und dann würde ich einfach mal einen Rundgang beginnen und starten. Vielen Dank für das Vertrauen und die Einladung. Ja, gerne. So, ich glaube, Nobu wollte anfangen mit dem Gartenrundgang. Wolltest du uns hier ein bisschen was zeigen, Nobu? Ja. Na, dann fangen wir an. Genau, jetzt sind wir hier am Eingangsbereich. Achim, genau, unser Nachbar. Fährt gerade los hier. Ja, wenn ihr uns mal besuchen kommen könnt oder wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Der ganze Garten ist auch immer so aufgebaut, dass es so eine Art Schau-Effekt auch hat. Also hier jetzt mal als Beispiel, Zaun oben nicht glatt und als Zaun-Version hier unten glatt geschnitten. Ja, also dass man halt auch immer sieht, okay, dann kann man halt so einen Wall da hinten bauen. An der Seite links runter haben wir noch eine Benjeshecke, eine Totholzhecke, also dass man so verschiedene Zaunvariationen mit sich führen kann. So, Scheinquitte, dass man, also die kann man halt, wie der Name sagt, quittenähnlich essen und nutzen. Das ist diese hier zum Beispiel, ja? Die gelbe, ne? Nee, das ist Königskerze. Diese hier. Ah ja. Die hat dann so eine runden, quittenähnlichen kleinen Früchte. Mhm. Riechen auch immer schön intensiv. Aber jetzt dieses Jahr, hier dieser zumindest nicht. Vielleicht die anderen, naja. Dann haben wir noch Berberitze, Sauerdorn. Das ist jetzt Thunbergii, glaube ich, als Variante. Aber es gibt verschiedene. Wir haben hinten auch noch Berberitzen, die man wirklich schön auch essen kann. Die sind oft getrocknet. Hier sieht man mal so ein paar. Hier sind die sauren Früchte, sag ich mal, die man auch roh essen kann. Wenn die getrocknet sind, kann man die auch im Reis zum Beispiel verwenden. Das wird in der persischen Küche oft gemacht, beim Iraner oder sowas. Die benutzen die halt. Also jetzt nicht genau diese Sorte. Wir haben hinten noch eine andere, Koreaner. Die hat viel größere und üppigere Früchte noch. Also kannst gerne probieren, Mais. Kein Problem. Ja, dann haben wir noch Kartoffelrose. Ist auch so eine typische nordische Pflanze hier, sag ich mal. Hat man viel an der Ostsee auch, wo ich ja ursprünglich auch herkomme. Und kann man halt auch, hat eine große Angebote, kann man halt auch essen. Genau, und so habe ich hier halt versucht, so ein bisschen die Variabilität schon mal zu erhöhen. Auch grundsätzlich halt so gerne dornige Pflanzen, ne? Genau, auch so als energetischer Schutz einfach nochmal, ne? Zum Wald halt hin. Also nicht, weil ich jetzt vor dem Wald Angst habe, aber ja, einfach das Grundstück auch mal einfrieden und trotzdem in dem Sinne mit Stachelwerk beschützen
ist ja auch nichts Verwerfliches, sag ich mal so. Hier hat man mal so ein bisschen, so geht es dann in Zukunft, also wenn die größer werden, sehen die dann so aus. Mhm. Und rot werden, die werden noch größer, ungefähr so, und dann richtig rot. Genau. Da oben sind schon mal noch mehr so ein paar dran. Genau, und diese ganzen Pflanzen, die hier mitwachsen, jetzt hier der Beifuß oder Königskerze, die dürfen auch mitwachsen oder hier reinfahren. Benutzen wir auch. Wird getrocknet oder verräuchert. Wink mal. Ja, und so haben halt dann, also haben wir hier einen Sichtschutz. In der Permakultur geht es auch immer darum, man versucht in den Elementen möglichst viel abzudecken an Nutzbarkeit. Also sprich, hier haben wir halt einen Sichtschutz. Hier haben wir halt eine Pflanzenvielfalt, die wir nutzen können, die auch Insekten nutzen können. Und diesen Stachelzaun, sage ich mal so. Also wir haben halt mehrere Elemente, die diesen Wall rechtfertigen. Ja, würde ich mal so sagen. Wenn es jetzt nur schön wäre, architektonisch schön, hätte es halt in der Permakultur eigentlich keine wirkliche Berechtigung genutzt oder da hingebaut zu werden. Halt, ja. Deswegen darauf achte ich auch immer in allen Sachen, die ich so mache, dass es halt nicht nur schön ist. Es soll auch schön sein, klar, aber dass es auch irgendwie immer mehrere Nutzfaktoren halt mit sich bringt. Ne? Ja, als wir hierher gekommen sind, war hier halt so eine Art kleiner Kiefernheim. Wir mussten 9 große Kiefernbäume hier abfällen, wegfällen lassen. Und dafür auch Bäume nachpflanzen. Ja, hier ist vorne halt so eine Nachpflanzung. Wir haben jetzt, da gab es dann so eine Liste, eine Baumliste, verschiedene Bäume, die man in Brandenburg laut Baumschutzverordnung nachpflanzen kann. Und davon kann man sich auch welche aussuchen. Und wir haben uns dann für welche entschieden, die man auch wieder nutzen kann. Also klar, man kann jeden Baum irgendwie nutzen, aber wir wollten dann auch wenigstens ein paar Früchte haben, die wir trocknen oder ins Müsli schmeißen oder weiß ich, ja, sowas. Und hier haben wir vorne jetzt zum Beispiel 2 Mehlbeeren. Ja, und haben dann halt den Bestand wieder aufgeforstet. Hinten sind noch mehr Bäume, 14 Bäume mussten wir pflanzen. Das da vorne ist eine Mehlbeere, die kleine da, ne? Genau, das ist eine Sorbus aria und das ist eine Sorbus aucoparia edulis da hinten. Mhm. Ja, hier haben wir noch meine kleine Arbeitsecke, Holzschnitt und Schleif und weiß ich, so Holzbearbeitung mache ich viel hier draußen, weil es halt laut ist und staubt. Und dann haben wir es halt nicht hinten immer, kann man hier vorne an der Straße, passt halt. Ja, und so eine Sachen denke ich halt auch immer, wenn ich Projekte beginne, Wege, ja. Also Wege sind immer ein Thema, was total vernachlässigt wird, weil, ja, man denkt dann so, ja, hier schön ist der Baum da oder die Sitzfläche da. Oder der Kompost oder was auch immer dort. Und im Laufe der Zeit stellt man fest, okay, wow, ich renne mir da echt einen Wolf zu meinem Kompostplatz. Und das rennst du dann ein paar Mal am Tag, wenn du im Garten bist. So, und deswegen mache ich mir über Wege immer so ziemlich als erstes Gedanken. Und wenn ich Pläne mache, dann erst immer mit der Zonierung beginnend. Also wenn ich das Grundstück von oben betrachte, teile ich mir es in Zonen ein. Manchmal hat man also Hausbestand, sag ich mal, der da ist, einfach ein Schuppen und ein Haus, was schon da existiert. Und der Garten drumherum wird neu gestaltet, das ist dann schon klar. Aber hier bei uns gab es halt nichts. Das heißt, wir haben das Haus dahingestellt und mussten dann halt auch überlegen, okay, wie sollen die ganzen Wege hier verlaufen, wo sollen Schuppen stehen und sowas. Also wir haben das ganze Grundstück von null an beplant hier. Also alles, was man jetzt sieht, ist halt von uns entwickelt, sag ich mal so, ja. Und auch die Wege halt, wie sie verlaufen, auch diese Rundfahrt hier, weil wir halt mehrere Autos haben, dass man nicht immer hin und her rangiert, war halt ganz klar, also wir wollen hier so einen Kreisel haben, dass man halt auch, wenn hier mal ein Auto steht, dass man trotzdem zu Fuß auch überall immer noch entspannt langlaufen kann. Außerdem hat man hier in der Mitte nochmal eine repräsentative Pflanzfläche, ist auch immer nochmal ganz schön, also fanden wir zumindest. Ja, und dann haben wir auch fürs Pflanz- oder Baumaterial mussten wir uns natürlich entscheiden. War auch klar, dass wir natürlich keinen Beton nehmen, sondern alles mehr oder weniger so in eine Richtung, was auch ein bisschen natürlich ist von hier. Und das sind halt diese Feldsteine, die wir hier verwendet haben, auch für den Wall vorne. Und dementsprechend war eigentlich klar, dass wir auch Großstein als Fußbodenbelag hier nehmen, also diese dicken
Kopfsteinpflaster, Steinchen hier. Nobu, den ganzen Aushub, den wir haben hier, haben wir oben raufgeschmissen auf die Seite. Deswegen ist diese Ebene auch entstanden, das Grundstück war halt eigentlich glatt. Mhm. Und das ist auch in Permakulturplanung, sag ich mal, ein wichtiges Element, dass man Kleinklimazonen entwickelt oder schafft. Und ja, ich denke mal, mit dem Heckenzaun da vorne, dann hier diese Stufung mit dem vom Wall nach unten auf die Straße, da haben wir ja schon hier echt so ein besonderes Kleinklima. Außerdem arbeite ich halt hier, wie gesagt, hinter dir jetzt, Marius. Und von vorne, Westseite ist dort, kommt halt der Wind. Und das heißt, der geht dann auch hier mal rein. Und wenn du hier stehst und schleißt, und kriegst du den Staub ins Gesicht. Deswegen ist halt hier auch der Zaun nochmal als Windschutz, die Bepflanzung auch als Windschutz, dass man halt hier also auch entsprechend geschützt arbeiten kann. Weil mit Holz arbeite ich wirklich schon relativ viel. Also Robinien für Pergola oder Wegebau oder was auch immer. Und Schleifen und sowas alles, Fenster abschleifen. Also passiert schon viel mit Holz hier. Deswegen ist halt auch diese Kombination von dieser Kleinklimazone dort vorne bis hier runter zur Arbeitsecke, sag ich mal, auch wieder sehr zusammenhängend. Ne? Hm. Die Schlehen, die hier wachsen, also das sind hier die Schlehen, diese, sind auch Bestand, also die gab es hier schon vor Ort, die habe ich auch belassen. Manche Liguster hier auch, die sind auch gut als Bienengehölz. Die blühen halt schön und haben dann auch die Beeren für Vögel später, also sind auch gut nutzbar. Und ja, da der Bestand halt schon hier war, brauchten wir jetzt keine neue Hecke pflanzen und haben das dann ja auch integriert. Also was auch wieder so ein Prinzip ist in der Permakultur, dass man Sachen auch einfach integriert, anstatt alles platt machen und irgendwas neu machen, dass man sagt, okay, das ist da, das ist okay, damit kann ich arbeiten. Genau, man sieht ja, sie haben sich halt echt auch sehr, sehr gut entwickelt. Ich habe auch für eine Zuleitung, Luftzuleitung, sieht man dort, kommen wir später noch mal genauer darauf zu sprechen, dieser kleine Trichter hier, das hier, das ist eine Luftleitung. Und zwar geht die ja, guten 1,20 Meter nach unten und dann 30 Meter hier rüber an der Grundstücksgrenze entlang. Deswegen bin ich hier mit dem Bagger auch einmal lang, also Maschineneinsatz hatten wir auch schon als Thema auf jeden Fall dabei. So. Maschinen sind auf jeden Fall für bestimmte Arbeiten sinnvoll und gut. Aber bin ich mit dem Bagger halt einmal hier lang. Und deswegen hat sich das so angeboten. Dadurch konnte ich die halt gut reduzieren. Das ganze Grundstück war auf beiden Seiten hier, links und rechts, bis zur Eiche und noch weiter hinter, mit Schlehen so zugewachsen. Okay. Ja. Und dann konnte ich hier einmal richtig Tabula Rasa machen, habe hier so einen Streifen lang gezogen. Und dadurch hat sich das auch als Hecke so gut hier dann entwickelt. Weil Rückschnitt in dem Sinne macht auch Austrieb. Ne? Also habe ich die Pflanzen durch das Weggraben der ganzen Wurzeln und so weiter auch nochmal gestärkt. Ja, und die haben sich hier ganz gut gemacht. Was macht hier spezifisch der Luftkanal? Ja, da gehen wir jetzt mal weiter nach hinten schon. Das Geheimnis kommt noch. Das kommt noch. Kommen wir nochmal darauf zu sprechen auf jeden Fall. Also die Erdleitung kommt hier in einen Keller. Also die läuft 30 Meter in der Erde, 1,20 Meter ungefähr tief. Mhm. Hier an der Grundstücksgrenze entlang. Mhm. Kommt dann hier. Wow. In den Keller rein. Genau, hat da eine Zuluft. Das ist echt kühl. Kühlschrank. Mhm. Also was hat der jetzt, 18 Grad oder was? Mhm. Gucken wir mal. Ja, so 19. Mhm. Ja, so hat er auch eigentlich immer. Also im Winter weniger, aber jetzt um die Zeit. Also nicht ganz optimal ist er gebaut, muss man fairerweise sagen. Eigentlich müsste hier vorne noch so ein bisschen rausgezogen sein, dass die Sonne hier nicht so genau raufkommt. Aber ich werde im Winter wahrscheinlich nochmal die Tür ein bisschen isolieren. Weil eigentlich will ich noch 15 Grad insgesamt runter haben. Mhm. Dass er nicht zu warm wird, weil... Also es funktioniert mit der Lagerung auch bei 18 Grad hier. Mhm. Aber ja, es schimmelt halt auch schneller so. Muss man einfach sagen. Und es kommt dann aus dem Norden vom Haus, weil da die kühlste Luft in die Erde geht. Ist das richtig?
Na, die, wo es herkommt, ist erstmal egal. Hauptsache, du hast irgendwo einen Zug, wo Zug entsteht, wo Zugluft durchgeht. Und es ist da vorne auf jeden Fall, weil es ja auch so ein Kanal da, so ein Durchgang ist. Mhm. Ne? Und damit die Luft zirkuliert. Also hier muss jetzt kein Orkan drin sein, aber es muss auf jeden Fall Luft rauskommen, in Bewegung sein und hier oben da wieder kommt's abziehen. Raus. Nee, da geht's wieder ab. Ach so. Und da kommt's raus. Da kommt's raus. Ja. Mhm. Ja, manche würden sich jetzt beschweren. Wir wissen, dass die ja eigentlich sauber machen, ne? Ja, stimmt. Muss ich nochmal fegen hier. Ja, so, ne, die essen ja auch dann die Mücken auf und so. Genau, also es bleibt. Ein anderes Ungeziefer. Ist total okay, ist halt ein Keller, ja? Also gehört irgendwie zum Keller mit dazu. Ja. Genau, und hier auch, also Bauweise nochmal kurz, kann ich nochmal erklären. Ja, film dich mal von außen. Also wir haben halt hier die Feldsteine, die ich auch vorne für den Wall benutzt habe und für die Umfahrt da. War eigentlich aus der Not heraus, mehr oder weniger. Die Ursprungsidee war, die mit, also den ganzen Keller damit zu bauen, mit so einem Granitblock. Die hätte ich halt kaufen müssen und ich hatte damals beim Land Brandenburg oder Oberhavel hier Landkreis, gab es irgend so eine Aktion, dass sie irgendwelche Projekte unterstützen. Und dann habe ich Geld dort beantragt. Und die haben es abgelehnt, weil ich zu wenig beantragt habe. Muss man sich mal vorstellen. Okay, so, was soll man dazu sagen, ja? Und dann hatte ich halt diese Steine sowieso für vorne danach im Nachgang gekauft, nach der Anfrage. Hab dann alles verarbeitet sozusagen, hatte die Steine übrig. Und hab dann gesagt, okay, dann baue ich es halt aus denen, die ich jetzt habe. Ist zwar aufwendiger, aber das Material ist da und sieht auch, finde ich, schöner aus als nur so eine Blöcke. Allerdings musste ich halt doppelwandig bauen und habe hier zwischen eine Armierung, also so eine Stahlmatten überall. Also ich habe eine Wand, Stahlmatte, zweite Wand. Ne? Ich muss alles doppelt bauen so, damit die Steine den Bodendruck aushalten. Ja? Mit, wenn der Boden drauf ist, nicht alles umfällt. Und das Ganze halt hier einmal rum. Hier, 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 hier. Und innen auch. Und deswegen hatte ich eigentlich auch keinen Bock mehr, die ganzen Innenwände, also nochmal Steine wieder kaufen. Die Steine waren dann alle. Und nochmal Steine kaufen wollte ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es mir einfach und habe für innen Robinie benutzt. Mhm. Für das Dach übrigens auch. Und oben auf dem Dach ist halt eine Noppenbahn, damit das Wasser halt nicht durchregnet. So, ich wollte trotzdem also so natürliches Klima wie möglich haben. Und das ist eigentlich mit den Robinien ziemlich, ziemlich gut, weil dahinter ist eigentlich nur ein Vlies. Kannst du noch mal kurz hier gucken. Hier sieht man es ganz gut. Also hier ist ein Vlies und dann kommt gleich die Erde. Mhm. Und dadurch hat man halt wirklich dieses Erdklima hier drin. Ne? Und die Luft, die dann da kommt, also das hat schon sehr, sehr gut funktioniert hier. Und im Winter lagern wir, also jetzt ist es gerade total leer. Das sind jetzt wie so die ersten Sachen, die wir haben und ein bisschen was Eingekauftes. Also im Winter ist das Ding hier, oder im Herbst, sag ich mal, so ab September ist das Ding hier knackevoll so, ja, mit den ganzen Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, was auch immer, rote Beete und so weiter. Gab's mal Probleme mit Mäusen oder so? Oder? Wir hatten hier schon Mäuse, ja, aber wir haben zum Glück in der Nachbarschaft Katzen, die haben die dann noch weggeholt und wir haben so eine Lebendfalle hier. Also wir fangen die dann lebend. Ups. Und bringen die dann auch in den Wald hier. Also wir töten die ja nicht. Das ist liebvoll. Ja, mache ich mit Nobo zusammen. Die haben ja einen großen Laufradius auch. Also wir fahren wirklich so ein paar, zwei, drei Kilometer weg. Oder vier, keine Ahnung, ich zähle jetzt nicht, aber schon ein bisschen weiter weg und lassen die da hinten dann raus, dass sie nicht wieder zurückkommen. Ja, das checken die schon, so wie die wieder herkommen. So, also wir haben drei haben wir gefangen und zwei haben die Katzen erlegt. Also selbst wenn welche da sind, ist so, gehören halt auch dazu, ne? Kann man ja nicht einmal aussperren. Ach so, ja, und da unten ist noch die Kartoffelkiste. Da haben wir dann Kartoffeln drin. Diese Holzkiste da. Mhm. Ja, also der Keller ist auf jeden Fall super. Mhm. Schönste Überraschung. Ja? Ja, schön, freut mich. Lupi.
Genau, also hier sieht man es dann mal so ein bisschen auch meine Bauweise, meine Ästhetik sozusagen, was ich mag. Also das ist Robinie mit einem Kantholz kombiniert, ja, als Pergola jetzt zum Beispiel. Alle Hölzer, die ich benutze, lasse ich unbehandelt, also kommt kein Holzschutz drauf. Die Qualität von dem Holz macht das auch wirklich möglich. Also ich arbeite auch mit dem Holzladen zusammen, die machen halt Mondholz zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall haltbarer als jetzt einfach Holz aus dem Baumarkt, sag ich mal. Ja. Also mit Robinien mache ich halt auch viel, sieht man hier, das ist jetzt ein Hochbeet zum Beispiel. Das machen wir jetzt, benutzen wir als Frühbeet. Mhm. Da ist jetzt hier noch Salat, die letzte Fuhre für dieses Jahr in Anzucht jetzt. Ne? So, einmal so eine Platte halt, da sind jetzt die Samen drin. Der Deckel drauf funktioniert super. So, die Steine, die wir jetzt hier haben zum Beispiel, die haben wir auch vom Grundstück. Die habe ich jetzt nicht gekauft, sondern die haben wir hinten, als wir Beete angelegt haben, da drüben auch übrigens diese Einfassung vom Beet hier. Die Steine haben wir alle ausgegraben und ja, dann halt wiederverwendet, ne? Hat sich halt angeboten. Und hier ist halt auch unsere Arbeitsfläche, sag ich mal, hier steht manchmal so ein Tisch und dann machen wir auch die Anzucht im Frühjahr oder sowas. Hier ist gleich ein Schuppen hinter uns, da sind dann auch so ein paar Utensilien drin. Und dann kann man halt hier die ersten Sonnenstrahlen immer ganz gut nutzen und drauf arbeiten. Oder wenn es wirklich zu heiß ist im Sommer, haben wir auch hier unseren Tisch drunter stehen und so ein bisschen beschattet halt. Ne? So, hier ist auch nochmal Robinie als Wegebelag. Geht halt auch, haben wir hier auch auf dem Seitenweg, wo wir schon mal lang gelaufen sind. Das ist jetzt so einmal Robinie Rundholz, Stirnholz geschliffen. Und bei so einem Kräuterbeet, klar, kann man das auch irgendwo hinten in den Garten stellen, aber irgendwie ist ja die Nutzung von den Kräutern auch in der Küche maßgeblich. Deswegen haben wir es natürlich auch in die Nähe der Küche gebracht. Das gehört dann wieder zum Teil der Zonierung. Wenn ich zoniere, kommen so eine Alltagsgebrauchspflanzen immer in die Nähe des Gebrauchsorts in dem Sinne. Ja. Und was man jetzt genau anpflanzt, also wir haben jetzt hier ein bisschen Dos, Salbei, Monada, also Indianernessel, Bohnenkraut, Basilikum, Zitronenthymian, Lavendel, hier ist nochmal Herzgespann, Knoblauch haben wir auch drin noch ein bisschen. Ja, einmal so ein bisschen Alltagszeug, was man so braucht. Hier unten ist noch Minze. Also ist ja jeder in der Variabilität selber frei jetzt zu gestalten. Thymian auch. Thymian, ja. Hier an der Ecke. Achso, nee, das ist Bohnenkraut sogar. Ah. Ja. Ah, ja. Hier ist Zitronenthymian, dieser hier. Mm. Oh, by the way, das wollte ich auch mal kurz zeigen. Hm? Film. Also so einen aromatischen Wundermann habe ich noch nie probiert. Der ist geil, ne? Das ist Chicas Muttertagsgeschenk, haben Novo und ich gemacht hier, die kleine Schale. Wie ist das mit den Wurzeln gemacht? War das ein Vogelnest? Das hier? Oder nee, das war ein Topf, ein Topf, der zugewachsen war. Da habe ich mit der Heckenschere oder Motorsäge, glaube ich, damals einfach so ein Loch reingemacht in die Wurzeln. Ich glaube, es war von der Weide. Moment, wo war das reingewachsen, so in einen Topf? Genau, es war ein Topf, der zugewachsen war von einer Pflanze. Mhm. Und die ist aber gestorben, die Pflanze. Ja. Und dann habe ich halt so ein Loch reingemacht einfach. Hm. Ach so. Um diesen Wurzelring hier zu behalten. Na, und den Stuhl auch, also so auch Recycling vom Kunden, so ein Wegwerfstuhl sollte ich halt entsorgen. Aber fand ich irgendwie ganz schön, haben wir halt das rausgemacht. Genau, also ich mache auch selber Veredelungen für Kunden und für Nachbarn hier auch. Und hier sind jetzt auch so ein paar Veredelungspflanzen, da ist eine Naschi-Birne, sieht man jetzt ganz schlecht. Hier, der kleine, dieser hier. Also der ist von mir veredelt. Der hier. Genau. Da, so. Und hier sind auch, kann man auch noch schon mal sehen, immer so Schilder für Pflanzen. Da sieht man es vielleicht schlecht, da ist auch noch eins sonst. Oder da vorne bei den Vakzinien.
Also hier kommen auch manchmal Schulklassen. Ja, oder einfach für Leute, die es interessiert. Dass man halt einfach diesen botanischen Namen auch kennt, wenn man jetzt in der Baumschule sozusagen die einkaufen will. Mhm. Und dann machen die halt Fotos. Ah ja, cool. Ne? Und sie sind, ah ja, die Pflanze, das und das. Ein bisschen wie in so einem botanischen Garten, sag ich mal. Für die Pflanzen, die ich halt auch gerne und oft verwende. Also jetzt nicht jede einzelne Sorte hier so, aber die Pflanzen, die ich gerne und oft verwende, habe ich mal so eine Schilder machen lassen. Dass die Menschen, die es interessiert, halt damit auch arbeiten können halt. Ne? Manche Kunden haben ja von mir auch eine Planung und kommen nach der Planung nochmal her, um sich das hier anzugucken. Und dann sehen die halt auch, ah ja, das ist ja die Pflanze hier aus meinem Plan so. Ne? Aber ein bisschen so Übersicht schaffen, Transparenz schaffen, dass sie sich da nicht auf irgendwas einlassen, sondern dass sie wissen, womit sie es zu tun haben. Ja, kommt auf jeden Fall immer gut an. Ja, hier ist auch noch eine Veredelung. Das ist eine Süßkirsche, die habe ich noch aus meinem alten Garten da in Felten. Genau, aber ich mache es, wie gesagt, auch für Kunden. Apfelbäume oder Birnbäume, auch Kirschbäume. Wenn es spezielle Sorten sind, wenn es alte Bäume sind, die kaputt gehen und so weiter, dann kann man halt nochmal versuchen, die zu erretten. Und macht halt eine Veredelung. Stecklinge wäre auch eine Möglichkeit, aber die Ausfallquote ist halt viel höher als bei den Veredelungen. Und manche Pflanzen sind mit Stecklingen auch nicht so effizient, sag ich mal. Also Kirschen zum Beispiel jetzt eher nicht so. Bei Apfel wäre Steckling jetzt noch so in Frage kommend, aber bei Kirsche würde ich es eher nicht machen. Ja, viele Pflanzen, die auch gerettet werden. Hier so eine Birne zum Beispiel von der Kundin. Also viele Pflanzen, wenn ich irgendwo bin, die ausgegraben werden und dann entsorgt werden sollen und so weiter, dann frage ich natürlich, ob ich die weiter benutzen darf. Und so eine Pflanze habe ich hier, ja, so ein paar auf jeden Fall schon stehen. Aber es ist ja schön, dann können sie hier weiter wachsen. Und wir freuen uns auch. Also hier sind sogar ganz viele Birnen in diesem kleinen Feld hier. Hier ist noch eine andere Naschi-Birne. Da vorne ist auch noch eine Birne. Auch eine weggeschmissene Birne eigentlich sogar, die große da. Und das ist Nobu, seine Birne, als er geboren wurde, sein Pflanzbaum hier. Und die Birnen brauchen sowieso immer Bestäuber, also das passt dann schon ganz gut, dass hier so viele sind. Hier haben wir jetzt noch ein Kürbisfeld. Das war dieses Jahr auch ja, sowas zum Experimentieren. Und zwar ja, wollte ich eine Fläche nicht groß bearbeiten. Und habe halt einmal so eine Pflanzlöcher hergestellt, um ja, ja mit möglichst wenig Aufwand, sag ich mal, trotzdem einen guten Ertrag zu erzielen. Und die Pflanzlöcher sind mit Hühnerdung von unseren Nachbarn, die haben Hühner. Habe ich die Hühner, also den Hühnerdung sozusagen in so einem Bottich bekommen und hier auf die Löcher verteilt und ein bisschen Kompost von uns auch noch. Mhm. Und ja, dafür, dass es halt der blanke Sand eigentlich hier drunter ist, sieht es ja, denke ich mal, ganz gut aus. Jo. Und hat sich, denke ich, auch rentiert. Also sind ordentlich Kürbisse dran. Zucchini ist auch ein paar. Und da kommen ja jetzt auch erst noch welche richtig in den nächsten Monaten. Mhm. Ja, na, man sieht es ja, wenn die Pflanzen dann absterben, sich zurückziehen, zusammenfallen sozusagen, dann weiß man ja, was man an Ernte liegen hat. Ja, aber das kann man halt für Projekte, wo jetzt noch nicht so viel Betrieb ist, wo Leute vielleicht noch nicht richtig wohnen und nur am Wochenende sind oder sowas, kann man halt sowas einfach schon mal nutzen, ja, als Erfahrungswert hier. Genau. Hier ist auch ein alter Apfel. Der stand auch schon hier. Und man sieht, also ich habe den mal geschnitten. Wir haben uns heute über Schnitt auch schon unterhalten. Und ich habe ihn geschnitten und man sieht, also der trägt, obwohl alle Nachbarn sagen, ey, der ist schon so alt, der müsste eigentlich umfallen. Aber der trägt, der steht hier und trägt halt, ne. Sieht sehr jung aus oben dran. Ja, weil ich ihn auch wirklich stark reduziert hatte mal. Also kann man essen, ist ein August- oder Klarapfel. Könnt ihr gerne euch einnehmen. Hm? Ah. Sind reif, also kann man essen. So. Ja. Sind die süß so? Ne, ein bisschen säuerlich so. Mhm. Also ist eine ganz alte Apfelsorte. Und ist auch nicht so lagerfähig. Aber ist halt total. Also ich mag die total gerne. So ein bisschen in Vergessenheit geraten, so ein Apfel hier. Mhm.
Also, ich würde sagen, die Konsistenz ist ein bisschen mehlig. Hm. Aber das Geschmack ist echt gut. Ja. Möchtest du auch einen? Probier gerne mal. Dankeschön. Genau, sie haben auch Vögel drin genistet und so. Also, der ist auch hier total integriert. Ne? Bleibt auch noch ein paar Jahre, hoffe ich, so gut stehen. Aber sieht auch noch ganz gut aus. Also, solange hier unten immer die Rinde noch überall dran ist. Hier oben sieht man es ja. Wenn es so aussieht, ist dann irgendwann vorbei. Aber wenn es so ist, ist alles okay. So, dann gehen wir gleich mal hier rüber. Genau, und das Thema ist jetzt hier auch so Erde, Isolierung sozusagen, ja. Also hier das Gewächshaus ist halt auch in die Erde eingebaut, um isoliert zu sein. Ja? Also im Sommer gekühlt, im Winter gewärmt. Und deswegen, also es ist thematisch halt gleich. Außerdem habe ich hier den Aushub gehabt vom Gewächshaus, was ich gleich da oben raufschmeißen konnte. Lupi! So, also ja, habe ich auch wieder mehrere Sachen verbunden. Also dieses Thema Erde, das Thema Isolierung. Also Erdaushub, Isolierung. Ja, und hier sind jetzt schon die dritten Ansaaten drin. Also hier machen wir auch Anzuchten ganz viel. Die sind jetzt natürlich alle raus. Also die Kürbisse da vorne zum Beispiel waren hier drin angezogen. So, dann haben wir eigentlich im Winter fangen wir an mit Mizuna, Komatsuna, so Sachen aus Japan halt, so ein Asiasalate, Wintersalate. Die kommen hier im, ich sag mal, Januar sowas in dem Dreh, fangen wir hier drin eigentlich an. Und dann haben wir auch Beleuchtung hier oben für den Winter. Das ist mit Photovoltaik gespeist. Das ist hier oben drauf, zwei Platten. Hier oben drauf. Hier ist die Leitung, geht hier rein. Hier ist der Voltzähler, Spannungszähler sozusagen. Und dann geht es hier runter. Da unten ist die Batterie drin mit einem Spannungswandler. Da ist dann das Stromkabel dran und dann geht es von hier zur Verteilung an die Lichter sozusagen. Und wenn es mal ganz kalt wird, haben wir auch einen Heizstab hier drin. Also so eine Gewächshausheizung. Die wird dann auch mit Strom über Solarzellen hier betrieben. Also isoliert hier vor allem auch die Erde dann die Temperatur genau wieder von unten. Also wenn es richtig kalt ist, haben wir hier oben schon so hier so bis hier, sag ich mal, Frost. Weil hier ist ja auch nicht weit weg. Mhm. Aber hier unten ist auf jeden Fall frostfrei. Also hier rum, das ist alles frostfrei. Hier die ganze Ecke ist frostfrei. Also wirklich nur so dieser Bereich so ja, bis an den Fenstern hier vorne. Ja. Da kann es sein, wenn es wirklich mal minus 10 Grad oder so ist, dass dann hier der Frost mit reinkommt. Aber wie gesagt, ist auch nur ein Glas. Also ist nichts Dickes hier. Mhm. Genau, so ja, Beleuchtung wie gesagt. Also es funktioniert ja auch ganz gut. Diese 360 Grad Licht sind halt aber auch wunderschön. Ne? Mhm. Wir kennen das ja oft vom Earthship, dass es dann halt nur an einer Seite ist. Ja. Hier haben wir das dann halt von einem. Klar, und wenn dann noch eine zweite Glasschicht dazu gemacht wird, dann ist es noch bombensicherer, auch im Winter. Mhm. Man muss auch hier sehen, also der Standort ist natürlich auch explizit gewählt. Also ich wollte hier jetzt nicht so einen total knalle Sonne-Standort. Deswegen ist halt hier, also hier ist ja noch eine Kiefer draußen, sieht man jetzt vielleicht schlecht. Also die macht morgens zum Beispiel so ein bisschen diffuses Licht, dass hier es nicht so total reinknallt. Dann geht es hier rum, Topinambur, hier vor, damit es halt auch hier nicht im Nachmittagsverlauf sozusagen richtig reinknallt. Also ich wollte es auch wirklich so ein bisschen schattiger haben. Mhm. Ja. Hier gibt hier jemand. Ja, die gibt es hier ab und zu. Nimmt ihr die runter oder habt ihr jemanden, der sie frisst? Nö, die schmeißen wir irgendwann einfach raus. Einfach da vorne hin. Ja, und hier ist auch noch die große Eiche, die natürlich auch nochmal so ein bisschen Einfluss nimmt, ne? Genau. Aber dadurch hat man halt ja auch nie so richtig total Bratztemperaturen drin, sondern es ist immer irgendwie entspannt und cool. Und trotzdem warm. Also es ist schon ja, ein guter Ort gewesen, den ich mir da ausgesucht hatte. Und ich habe es halt, ist auch wieder Permakultur, ich habe es halt beobachtet. Ne? Ich habe mir alles angeguckt, okay, wo macht was Sinn? Und dann habe ich mich für diesen Ort hier entschieden, das hier zu bauen. Und es ist auch also intuitiv und ja, eigentlich objektiv gewesen, diese Entscheidung, ne? Vor Ort halt. Hast du extra diese so wie
Loch gegraben oder war sowas schon hier und du hast das nur so kuriert? Nee, also es war relativ eben und ich habe es halt mit der Hausbaufirma, die das Haus gebaut haben, die hatten einen Bagger hier einen Tag und da habe ich gesagt, hier hast du einen Fuffi, machen wir mal hier so ein Loch. Okay. Und dann haben wir ziemlich parallel zum Hausbaubeginn, habe ich hier halt auch angefangen. Mhm. Weil das Haus haben wir ja nicht gebaut. Ich habe dann hier draußen einfach gebaut. Die haben da gebaut, ich habe hier gebaut. Waren nur so parallel. Die wussten dann auch, ah ja, Nino, der baut da wieder irgendwas so. War schon echt ganz lustig mit denen hier. Ja, das sind die Radieschen. Samen machen wir auch selber. Mhm. Die hängen jetzt hier nicht ohne Grund. Also die sollen halt wirklich abtrocknen, dass wir Samen haben. Ne? Hier da sind schon welche. Aha, schon. Ja, auch. Genau, so müssen die dann aussehen. Hier sieht man es. Die gehen dann eigentlich, genau, im Optimalfall gehen die auch schon auf. Und dann siehst du schon, da sind die Samen. Die brauchen wir. Ja, und das ist, wie gesagt, jetzt hier drin der dritte Durchlauf. Also zweimal Ernte hatten wir jetzt schon, plus die Anzucht. Dieses Jahr, oder? Also wir machen auch immer eigentlich einmal alles leer, wenn irgendwas jetzt nicht so gut gekommen ist. Okay, bleibt mal so ein bisschen was stehen noch, aber eigentlich machen wir immer alles leer und dann neu. Außer die Ecke da vorne, das ist das Blatt des Lebens. Und damit machen wir so, kannst du so essen einfach oder machen wir einen Tee, habe ich auch getrocknet schon für Tee und sowas oder Salat. Könnt ihr gerne probieren. Ist alles drin, Zink, Selen, Calcium, weiß nicht was. Das ist eigentlich das krasseste Pflanzengewächs. Ja, ja. Ah. Schmeckt auch sehr geschmackvoll. Ja, das haben wir hier im Gewächshaus, weil es ich weiß nicht, ich kenne eine, die da draußen immer jetzt überlebt, aber eigentlich gehen sie oft draußen kaputt. Und deswegen ist sie hier im Gewächshaus bei uns. Wie ist der lateinische Name? Weißt du den zufällig? Nee, kann ich jetzt gar nicht sagen gerade. Aber hier gab es irgendwo mal ein Schild. Den blenden wir dann hoffentlich ein. Ja, hier ist es noch. Ah. Kraut der Unsterblichkeit. Jagulan. Ja, das ist der umgangssprachliche Name, ja. Mm. Gynostemma pentaphyllum. Willst du einen Film, Anna? Perfekt. Ich glaube, ich habe diese Pflanze, aber kann auch nicht sein, aber so ähnlich im Wald auch gesehen. Ist es möglich? Im Wald? Nee. Könnte auch Waldmeister dann gewesen sein. Ja, oder wilder Wein könnte auch sein. Aber die ist eigentlich nicht hier natürlich verbreitet. Die ist sehr aus Asien, kommt ja in China eigentlich. Ja, so fünf Blätter. Aufpassen. Ja, wilder Wein. Das essen wir die gleich gar nicht. Ist hier nichts mehr. Man weiß ja, wer es war. Ja, hier sieht man übrigens auch Bewässerungssysteme. Iritec, weiß nicht, ob du kennst, Emma, Iritec. Das ist eine italienische Firma, gibt es viel in Italien. Wieder? Iritec. Iritec. Nee, sagt mir nicht so viel. Ja, die machen halt so, hier siehst du, so Schlauchsysteme mit so Kugelhähnchen und so. Mhm. Und sehr flexibel, kannst du hier abbauen oder das Ding da anbauen oder noch einen Winkel und noch eine Verbindung. Mhm. Das ist schon sehr... Iritec. Ja, sehr cool. Hält auch lange, nicht nur eine Saison, hat ja auch schon andere Schläuche davor getestet. Mhm. Also alle Sachen, die ich benutze, sind auch immer erstmal so ein Test. Und wenn es gut funktioniert, dann benutze ich das auch für Projekte. Ne? Und wenn es nicht gut funktioniert, dann sage ich auch den Leuten, ey, pass auf, das solltest du auf jeden Fall nicht nehmen. Mhm. Aber Iritec kann man wirklich empfehlen. Und was ich immer sehr cool finde, ist auch so ein bisschen Markenname oder weiß ich, Markenerkennung. Man kann am Ende einfach am Schlauch so einen Knoten machen. Man muss nicht so einen Stopfen setzen. Man kann echt so einen Knoten einfach ziehen. Ja, das ist sehr cool. Ja. Das ist, sagt man, Anschlüsse. Zum Beispiel diese. Ja. Ja, mit Anschlüsse ist immer so auch ziemlich teuer. Also genau, kostet mal Geld. Ich hatte für etwas komplett anders auch so ein System entwickelt. Am Anfang, es hat ein bisschen wie diese ausgeschaut und mit Anschlüsse war wirklich sehr viel Arbeit, sehr viele Prototypen. Ja, so etwas Ähnliches, aber mit größeren Containern. Ja, genau, habe ich noch gar nicht so gesagt hier zu dem.
Also das ganze Konstrukt hier bis hier unten runter, ja, diese ganze Ecke hier, war auch mal auf der Messe, auf einer Messe, wo ich halt teilgenommen hatte, ausgestellt. Mhm. Als Wandbewässerungsanlage. Und funktioniert halt einfach hier oben, der Bottich wird aufgefüllt, läuft Wasser hier rein überall. Hier ist so ein Schwimmer, wie bei der Klospülung, ja, der den Pegelstand hält. Und dann verteilt sich es laut Schwimmerstand sozusagen, Pegelstand hier, in den Bottichen. Und darunter ist halt so ein Hanfdocht. Und die Kapillarität des Bodens zieht halt das Wasser. Oder die Pflanzen später dann, wenn sie da sind, auch vermehrt. Und dadurch muss man hier wirklich, wenn das Ding hier voll ist, kannst du 3 Wochen in den Urlaub fahren. So. Dann brauchst du hier die Seite auf jeden Fall nicht wässern. Aber da haben wir jetzt gerade nichts drin. Also das haben wir jetzt in diesem Durchlauf erstmal nicht gerade gemacht. Wir haben jetzt unten hier zum Beispiel Mais. Und Shiso haben wir auch noch und da vorne noch Rucola. Und Bohnen haben wir auch noch mal ausgesät. Und hier vorne schon Feldsalat für den Winter. Chicorée. Was hatten wir noch? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas hier vorne war auch noch. Ach ja, Endivie. Ne, da war Endivie und hier war Chicorée. So war das. Genau, es war halt so ein bisschen Salatunterstützung noch kriegen. Also diverse Salate, verschiedene. Und im Winter geht es dann hier wieder los mit im Januar ungefähr. Also Dezember, November, Dezember ist dann hier leer. Und im Januar fangen wir an meistens mit ja, Rucola, Wintersalate wieder, Spinat manchmal auch und sowas. Ne? Das läuft immer, also hier ist eigentlich immer Betrieb, läuft immer ganz gut hier. Ja, der Teller war auch sehr reich gedeckt heute. Der Tisch. Ja. War fast alles aus dem Garten, außer die Nudeln, glaube ich. Ja, hier geht es jetzt eigentlich los mit den Gemüsebeeten. Hier den Mangold haben wir von hier heute gegessen. Dann haben wir noch Kohlrabi drauf. Ja, Rucola, Bohnen, Weißkohl. Was haben wir noch? Grünkohl, Zucchini. Und hier auch wieder diese Bewässerungssysteme. Hier sieht man es immer mit den kleinen Kugelhähnchen. Ne? Also kann man auf- und zudrehen, die Leitung. Hier ist er jetzt zu, zum Beispiel. Und hier sieht man jetzt auch nochmal also diesen organischen Anteil, ne, worüber wir auch schon geredet haben. Also man sieht den blanken Sand eigentlich. Und trotzdem ist hier immer dieser organische Anteil drauf. Und auch drinnen im Boden. Ne? Ich habe halt so eine Lüftungsgabel. Grabegabel, Doppelgrabegabel heißt die. Steht da hinten, kannst du auch noch mal kurz filmen. Ah ja, super. Mit der arbeite ich zum Beispiel auf so einem Beeten. Wird dann einfach an den Boden, kann ich auch mal kurz vorführen, dass man sich das mal vorstellen kann. Also wird eigentlich alle 10, 15 cm kann man hier so einen Boden hauen und auch noch mal richtig nachdrücken. Und dann wird der Boden so aufgelockert, ne? Und dann wieder. So, und das reicht eigentlich schon. Und hier, wie man sieht, kann man dann auch die ganzen Wurzeln leicht rausholen. Hier. Also man muss hier gar nicht mit einer fetten Maschine durch. Und das mache ich halt auf diesen Beetstreifen. Man sieht ja auch, wie breit die ist. Kann man kurz zeigen auch. Also so eine Gabel reicht hier für so einen Beetstreifen einmal. Ah ja. Deswegen sind die auch so breit. Passt. Genau. Tja, und dann wird es bepflanzt und dazwischen sind die Wege. Eigentlich mache ich auch hier auf die Wege nach Holzhäcksel. Habe ich dieses Jahr nicht genug gehabt, deswegen sind die Wege hier frei geblieben. Aber hinten in den Beeten sind überall Holzhäcksel. Ja, und hier drüben haben wir jetzt Kartoffeln. Die fallen jetzt auch schon langsam, also sie werden gelb. Das heißt, sie sind eigentlich reif. Kann man sagen. Wir haben jetzt auch schon August. Man könnte jetzt schon welche ernten, aber ich lasse sie immer noch. Ich kann mal eine Probeernte machen in vielleicht 1-2 Wochen. Gucke ich mal, wie sie sich verhalten. Aber wenn sie noch so sind wie hier, ein bisschen jung, dann lasse ich sie auch immer noch. Ne? Genau, aber hier sieht man ja auch, wird bewässert.
Im Sommer im Durchschnitt, wenn es nicht zu heiß ist, also alles, was unter 28 Grad ist, mache ich dann immer so einmal am Morgen, und über 28 Grad wird dann morgens und abends gewässert. Wie groß ist das Kartoffelfeld hier grob geschätzt? Wie viele Quadratmeter meinst du? Ja, 40, 45. Mhm. Mit den Möhren da hinten noch, ne? Und wie viele Kartoffeln kommen da ungefähr raus? Das ist schwer zu sagen, aber das ist halt hier. Na, ich sag mal so, alle Kartoffeln, die wir anbauen, reichen von jetzt, kannst du sagen, Mitte, Ende August bis April. Puh. Ja. Und dann, also da kaufen wir nichts, ne? Ja. Und wie viel Zeit investierst du da? Also Kartoffelanbau verbraucht gar nicht viel Zeit. Mhm. Also Beetvorbereitung, okay. Dann ein Pflanztag, auch okay. Ja, und dann eigentlich nur noch einmal häufeln. Also diesen Hügel hier herstellen. Ja, und das war's eigentlich. Also drei Tage und dann 9 Monate kostenlos Kartoffeln. Genau. Also Unkraut, jeden Wildkraut wegmachen, mache ich hier gar nicht bei den Kartoffeln. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Also das funktioniert super. Und Pflanzflächen, die ich neu mache, fange ich immer mit Kartoffeln an. Um erstmal richtig umzuarbeiten, sag ich mal. Ja, genau, stimmt. Brauchen wir auch schön lockere Erde. Dann. Ja, genau. Und Möhren sind auch gut. Möhren sind auch gut für neue. Also bei uns hier, ja, weil wir so einen sandigen Boden haben. Ja. Kann ich auch mal hier zeigen, hier sind auch Möhren. Aber die Fläche ist nicht neu hier, ne? Die Fläche ist jetzt vom. Wann haben die? Ich glaube, letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr haben wir die das erste Mal hier bewirtschaftet. Und hier sieht man jetzt auch. Was ist hier gerade? Ich habe doch gerade hier so eine Möhre gesehen. Ach, da sieht man eine Möhre da. Also die sind jetzt halb groß. Die werden noch mehr. Aber Möhren haben wir auch hier, sieht man ja. Und das sind nicht die einzigen, also da sind auch noch welche. Da haben wir ganz schön Menge dieses Jahr. Waren das die Nachtkerzen, die wir gegessen haben? Ja. Mm. Die Blüten isst man davon, ne? Ganz einfach so. Ein bisschen süßlich. Yum. Ist auch Nubo? Nee. Nisu, willst du eine Blüte? Blüte essen? Danke. Ja, und hier sieht man, dieses Beet ist von diesem Jahr. Hier ist auch nochmal gut zu sehen, wenn ich anfange. Hier ist so ein kleiner Wall. Und der kommt zustande, weil ich halt den. Also hier bin ich halt mit einer Motorfräse reingegangen. Weil vorher ist halt so richtige fette Stoppelrasen. Kriegst du gar nicht. Also sieht man ja hier. Also hier haben richtig so fette Stoppeln. Und so ein Horst hier, ne? Das ist der Horst vom Rasen. So eine Knolle. Und das kriegst du halt hier mit Umgraben einfach mega schwer weg. Und deswegen mit dem Fräsen, das geht ziemlich leicht und gut. Und das, was ich dann umgefräst habe, hake ich aus. Und dann hat man hier, sieht man es dann, so eine Knäule. Und dieses ganze Paket, was hier liegt, ist eigentlich alles so ein Knäuelzeug hier. Ja? Und das lasse ich einfach liegen. Und mit der Zeit wird es dann, hier seht ihr, einfach wieder, hier wieder so ein Knäuel, ne? Aber es wird dann so ein Boden einfach, wie so ein kleiner Wall auch, ne? Und hier Müll findet man auch immer mal wieder. Und dadurch hat man auch wie so eine kleine Wanne das Beet hier eingerahmt, ne? Und auch wieder so eine Kleinklimazone so ein bisschen. Hält es dann dadurch einfach auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit? Genau, also minimal, aber hält auch ein bisschen Wind ab.
Und ich habe halt das Material, muss ich jetzt nicht irgendwie auf den Kompost schmeißen, sondern haue ich hier einfach an den Rand. Mhm. Kann gleich hier liegen bleiben. Also habe ich wieder mehrere effiziente Schritte gemacht. Und habe ein Beet, was ich neu bepflanzen kann. Die Qualität vom Boden ist im ersten Jahr wirklich, wirklich schlecht. Also bei uns hier. Ja. Also ist halt nichts, nur Sand. Und auf diesem Beet habe ich dann auch gar nichts weiter gemacht. Also es geht schon jetzt langsam. Ne? Das sind auch noch die Reste vom Umfräsen hier so ein bisschen. Das wird natürlich mitverarbeitet dann. Aber eigentlich ist es halt für ein Gemüsebeet eigentlich nichts. Aber Kartoffeln, wie gesagt, wie eben schon erklärt. Und Mohrrüben sind so immer das Erste, was ich mache. Und im nächsten Jahr kommt dann hier, weiß ich nicht, Spinat drauf oder Salat oder ein bisschen Kohl. Mal gucken. Vielleicht ein paar Erdbeeren oder so. Ne? Und dann sieht das schon anders aus. Und Pferdemist wird hier auch nochmal aufgetragen, richtig dann. Also habe ich dieses Jahr halt nicht gemacht. Und der Pferdemist hat ja auch eine ordentliche Packung Stickstoff nochmal, ne? Also durch den Urin vor allem. Und auch durch das Heu, durch das anverdaute Heu sozusagen der Pferde. Hast du hier auch nochmal so einen Stickstoffspeicher drin, mehr oder weniger. Alles, was so faserig ist, Stroh oder Heu ist immer so, oder Holz auch, Holzhäcksel, Holzfasern sind immer Stickstoff, ne? Arnfried, mein Nachbar. Genau, ja, hier eigentlich bei den Gemüsebeeten außer Kartoffeln gehe ich dann einmal, vielleicht zweimal im Jahr durch. Hier ist auch nochmal Tagetes, die pflanze ich manchmal einfach mit zwischen. Also die habe ich als Saatgut und ich habe so eine kleine See, so ein Sägerät. Die Gerätschaften, wenn ihr wollt, können wir uns nachher nochmal angucken, was ich so benutze, wenn es interessant ist. Mhm. Und da haue ich dann die Samen der Mohrrüben rein. Und unter anderem mische ich das dann zum Beispiel. Also weil der Mohrrübe, bis er aufläuft, braucht halt lange. Und dann haue ich da zum Beispiel ja, Spinat oder Salat oder sowas mit rein. Oder hier halt mal so ein bisschen Tagetes. Und dann weiß ich halt, wo die Saatlinie läuft. Weil die anderen Pflanzen, bevor die Mohrrüben aufkeimen, halt früher aufkeimen. Radieschen ist zum Beispiel auch schön zum Reinsaat markieren. Ja. Mhm. So, und die haben auch noch einen Vorteil, die durch diesen Geruch, den die haben, verdrängen die halt Nematoden und Schnecken auch. Mm. Ah. So, ja. Und ich nehme auch gerne die hohe Sorte, die aus Mexiko kommt übrigens ursprünglich, weil die anderen werden halt schnell überwachsen. So. Die sind ja nur so flach. Mhm. Ja. Und die hohen, die kommen richtig so raus. Und manchmal habe ich auch Grünkohl stehen, der wird so hoch. Dann hast du halt so eine Pflanze, die hat da gar keine Chance unten. Deswegen nehme ich lieber die hohen, als die flachen. Mhm. Genau. Ja, da wird sich der Konstantin freuen. Ja, der sucht nämlich noch was für seine Schnecken, wenn er das hört. Also wir haben auch Schnecken, aber keine Schäden, wo ich jetzt sage, oh Gott, Hilfe, die Schnecken. So. Ja. Ja. Die können hier auch mitessen, ist total okay. Aber es gibt auch Pflanzen, also wilde Pflanzen, die gerne zum Beispiel auch nutzen. Also Ampfer zum Beispiel essen die auch gerne einfach. Deswegen lasse ich auch einen Ampfer, wenn ich hier sehe, oh cool, Ampfer ist meine Schneckenpflanze. So. Da gehen die halt genauso wie auf Salat gerne rauf. Ne? Also alles, was so großblättrig ist und so, hauen die sich halt gerne hinter. Ist frisch, ist nicht so dick. Ne? Nehmen die halt gerne in Anspruch. Ja, muss man ein bisschen beobachten. Ist natürlich auch bei jedem Standort anders, aber so generell lasse ich halt auch Wildpflanzen, wo ich weiß, da kann ich halt die Schnecken oder weiß ich was mit anlocken. Oder ich reiß auch manchmal, wenn ich sehe, da ist zu viel Schneckenfraß oder so, nehme ich auch mal von woanders was raus und lege Pflanzen, weiß ich, einen Meter, zwei Meter neben die Beete, die ich rausgerupft habe, also Wildpflanzen. Wo ich halt sehe, also wenn jetzt hier der Schneckenfraß ist, würde ich halt, weiß ich, hier was rausrupfen, egal was jetzt, Hauptsache grün, und schmeiße es hier hin, weil auf so einem ja, so ein angerottetes Zeug gehen die Schnecken halt auch ab und dann krauchen die da rüber und dann kannst du wirklich alle so ein Paket einmal und so rüber in den Wald. Echt, also es geht total einfach. Und wir jetzt zerschneiden die auch nicht oder killen die nicht so, also die dürfen ja alle weiterleben bei uns. Bloß woanders dann.
Ja, hier sieht man dann nochmal, also hier ist jetzt zum Beispiel Grünkohl, ne, was ich eben meinte, wie hoch der wird. Und das ist noch der flache, also es gibt noch so eine andere Sorte, die wird noch höher. Und das ist jetzt hier auch unser Wintergrünkohl schon. Und ja, hier, man sieht, wir haben Schneckenfraß. Ja, haben wir. Ja. So, aber ist da oben halt nicht. So, und wenn halt mal hier unten auch eine oder zwei Pflanzen sich opfern für den großen anderen Bestand hier, alles okay so. Ja, dafür muss ich hier die Schnecken nicht killen. So. Ja, hier ist auch nochmal Grünkohl gemischt mit Kohlrabi. Kohlrabi sieht man. Hier ist auch wieder, ne? Hier. Ja, wie heißt die? Tagetes? Tagetes, ja. Tagetes erecta heißt die, glaube ich, sogar direkt. Hier Kohlrabi, auch mit Schneckenfraß. Hier. Aber Kohlrabi kommt durch, ne? Da ist er. Hier ist auch Kohlrabi. Und alles aus Samen gezogen. Also wir kaufen hier keine Pflanzen fertig, sondern ich mache wirklich alles aus Samen. Und manche Sachen auch schon aus eigenen Samen, dass ich gar keine Samen mehr kaufen muss. So, hier ist auch noch Kohlrabi drin, blauer auf der Seite. Salat war ja auch noch drin, das ist der Salat. Der macht jetzt Samen, davon sammeln wir auch Samen, weil es eine Sorte war, die wir gut fanden. Die war neu dieses Jahr, die Sorte. Deswegen darf der jetzt auch Samen machen. Und wenn er anfängt abzutrocknen hier, ah, jetzt ist eigentlich soweit. Hier, wenn er so die Farbe verliert, das Grün verliert, dann schneide ich den eigentlich unten, dann hänge ich die zum Trocknen und dann trocknen die Samen. Und dann haben wir neue Samen. Ja, ein bisschen können wir noch warten. Und da haben wir eine schöne Engelstrompete, Stechäpfel. Genau. Gut für Asthma. Ja. Und hier ist eine rote Beete. Die ist dieses Jahr leider ein bisschen schwach, weil es so lange kalt war im Frühjahr. Aber jetzt langsam, naja, geht schon, ne? Kommt hier. Ist okay. Ein bisschen in Verzug dieses Jahr, also gerade die rote Beete. Alles andere war okay, aber ist auch jedes Jahr anders. Im nächsten Jahr ist, keine Ahnung, der Kohl anders oder sowas. Ne? Mhm. Muss man immer mit leben. Und hier sieht man auch die, ist jetzt auch ein bisschen zugewachsen. Achso, und jetzt sind sogar noch die alte Version hier. Die neuen Versionen, da sieht man hinten noch besser. Aber da habe ich das richtig ausgehoben hier vorne. Ja, hier sieht man es auch. Also die Beete, die ich anlege, hier sieht man, ne, das ist richtig viel Holzhäcksel, Holzhäcksel, Holzhäcksel und noch mehr Holzhäcksel. Also hier ist, keine Ahnung, so tief Holzhäcksel. Auf dem Bereich hier jetzt, wo du gerade stehst, noch nicht. Das habe ich halt letztes Jahr irgendwie nicht geschafft hier, ich weiß gar nicht warum. Da wechselst du dann halt schon mal zu, da gehen wir mit der Hacke eigentlich durch und ist hier in einer halben Stunde der Weg sauber. So, und also warum? Weil die Holzhäcksel liegen eigentlich wie so eine Holzmulchpackung überall drumherum. Erstmal wächst es nicht so zu wie hier. Das ist das eine. Ich glaube, wo du jetzt stehst, da ist auch tief Holzhäcksel, deswegen, oder? Ja, genau. Hier ist auch schon tiefes Holzhäcksel. Also es wächst halt wirklich nicht so zu. Und es speichert halt die Feuchtigkeit. Und es liefert im Rottungsprozess von außen wieder Stickstoff, was seitlich in den Boden so eingelagert werden kann und pflanzenverfügbar wird. Ja, von daher ist es halt... Lupi-chan, Schnabel zu. Von daher ist es halt ja, wie so eine kleine Insel, die so eingepackt ist. Ne? Immer so ein Beet hier. Und funktioniert auch wirklich, also sieht man ja, funktioniert super. Bewässerungsschläuche drauf, fertig. Also du sagst, hier ist sehr tief gemulcht. Genau. Und hier nicht. Genau. Ne? Und da haben wir kaum Unkraut. Beziehungsweise da kommt es halt rüber vom Beet, aber da ist kein Unkraut. Und hier kommt es raus, das Unkraut. Genau. Also alle Beete, wo es halt so wirklich tief ausgehoben ist, die sind ziemlich unbewachsen auf den Wegen jetzt, ne? Meine ich. Die Holzwege hier. Und die, wo es halt noch so flach ist. Am Anfang habe ich es halt immer nur so flach gemacht. Ja, und dann irgendwann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht besser, wenn ich es einfach aushebe.
und ist auch besser. So, gehen wir mal hier lang. Ach, hier ist wieder eine Mispel. Das ist auch Wildobst. Mespilus. Kennt ihr? Ja. Cool. Ich habe auch eine im Garten. Ja? Cool. Ja, ja, das ist echt eine super schöne Pflanze. Hier, Mespilus germanica. Genau, hier haben wir die Benjeshecke. Die Benjeshecken, mehrere, seht ihr ja hier. Als Windbrecher, Windschutz Richtung Osten. Weil die Spätfröste halt hier oft reinkommen von Osten. Und wenn du dann gerade was hast, was aufgeht und dann gleich wieder abfriert, dann ist es schwierig. Ne? Mhm. So, deswegen haben wir das hier so als Schutzbarriere und auch wieder Kleinklimazone. Also man sieht ja, ich arbeite ganz viel, also das Gewächshaus, das Ding. Und hier ist halt so voll so ein kleiner Raum für sich hier, die Ecke. Ne? Genau. Und damit seht ihr da drüben auch, mit der Hecke da drüben, was ihr erzählt habt, mit den Schlehen, ist auch wieder so ein Raum, rechts davon. Mhm. Und links davon das neue Beet bis zur Kiefer hier, bis zu dieser Mini-Kiefer. Mhm. Ist auch wieder so ein Raum, da habe ich dann noch Johannisbeere und Stachelbeere noch hinter der Kiefer runtergepflanzt zum Zaun. Das ist auch wieder so ein Strauchwall entsteht, sag ich mal, ja, zwischendurch. Weil dieses Räumlichkeitsprinzip sozusagen, also diese kleinen Räume schaffen. Also wenn es hier nicht funktioniert, kann es aber da drüben geschützt funktionieren oder andersrum. Ja? Dass man immer mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten hat. So, und dann muss man halt reagieren. Wenn es wirklich mal reinkracht, so ist es halt einfach in dem Jahr so gewesen. Die letzten beiden Jahre, 20 und 19, waren hier mit Bären und so weiter auch echt schlecht, weil halt dieser Spätfrost reingekommen ist. Ne? Haben halt kaum Bären Obst gehabt. Erst alles, was später kam, also Himbeeren zum Beispiel waren möglich, aber Johannisbeeren und so waren erstmal platt. Ne? Ist die Blüte abgefroren, das war's. Kannst du ein Jahr warten. Ciao. Ist ja auch eingefasst mit Benjeshecken. Und die Streifen, die hier runtergehen, sind wie eine, wie die Buhnen an der Ostsee. Habt ihr es schon mal gesehen? Die Buhnen an der Ostsee brechen ja die Wellen sozusagen. Die Buhnen brechen die Wellen. Und hier ist es wie mit dem Buhnen, bloß der Wind wird gebrochen, nicht die Wellen. Mhm. Weil die halt so, also West ist da, Ost ist da. Und West ist Hauptwindrichtung hier bei uns. Das heißt, die brechen den Wind auf für den Bereich hier drin. Hier ist wieder der Schutz von Osten. Hinzu kommen hier die Pflanzungen, die auch nochmal vom Osten her schützen. Die, wenn die größer sind natürlich, jetzt sind die noch relativ klein. Also hier der Teufelszwirn. Hier eine Pflaume, Kornelkirsche, noch eine Pflaume und hier die Himbeeren auch und Brennnessel und so weiter. Also dieser ganze Wall an Pflanzen soll eigentlich hier drin auch Schutz liefern. Und eigentlich habe ich das auch so im Wald hier nach empfunden in dem Sinne. Also vom Baum, ob es jetzt ein hoher Baum ist oder nicht, erstmal gerade, aber vom Baum so runtergestuft, sag ich mal, bis zum Wurzelgemüse jetzt. In dem Fall hier bei uns Kartoffeln in den beiden Fächern hier. Letztes Jahr hatten wir hier, ich glaube, Zwiebeln und Kohlrabi oder sowas drin und Lauch. Ja, und dieses Jahr haben wir halt Kartoffeln. Und diese Konstruktion mit den Hecken sorgt halt auch dafür, dass halt Pflanzen sich neu ansiedeln. Also eine Brennnessel habe ich hier nie gepflanzt. Ja. Die kam halt wirklich von allein, weil halt auch Stickstoff da ist. Man sagt ja, die ist so eine Kulturpflanze oder Zeigerpflanze, wo der Mensch ist. Also da, wo viel Stickstoff ist, ist auch eine Brennnessel. Durch das Holz natürlich wahrscheinlich auch. Aber hier Solidago habe ich hier auch nicht gepflanzt. Himbeeren sind von der Seite durchgewuchert. Auf die Seite kann man halt jetzt schon von beiden Seiten ernten. So, und ja, so eine Goji-Beere ist da auch, die habe ich auch nicht gepflanzt da drin. Also Goji ist der gleiche wie dieser hier. Teufelszwirn oder Lithium. Den habe ich da hinten nicht gepflanzt. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Vogel oder sowas. Hat sich halt auch da angesiedelt. Ja, und so entwickelt sich halt so eine Hecke auch einfach zum neuen Lebensraum. Ne? Also davor war das hier halt alles, wie gesagt, nur Wiese. Kann man hier drüben sehen. Also so eine Wiese hatten wir hier. Genau so wie hier. War eigentlich der ganze Garten, war so eine Wiese. Nichts anderes. Hier gab es nichts hinten.
So. Und man sagt auch in diesen alten Traditionen, so dieses Wort Hexe kommt von der Hecke, von der Frau, die in der Hecke saß oder an der Hecke saß. Die Siedlung, wo die Germanen oder Slawen, wer auch immer, gewohnt haben, an den Waldrändern sozusagen, die haben dann auch irgendwelche Dornsträucher oder sowas gehabt, ne? Wie dieser energetische Schutz. Und die Frauen saßen halt in diesen Hecken und dann haben irgendwelche Früchte gesammelt oder Brennnessel gesammelt und so. Daher kam eigentlich dieses Wort Hexe auch zustande. Mhm. Und das siehst du ja hier eigentlich, wie sich diese Vegetation so neu, wild am Rand entwickelt. Und das ist auch wieder so ein Prinzip in der Permakultur, Randzonen. Und das kann man hier ganz gut sehen. Eine Randzone, wie die sich entwickelt und wie man die nutzt. Muss jetzt kein Biotop bleiben, aber kann halt trotzdem genutzt werden. Und wir essen zum Beispiel, sieht man ja hier, wie ernten die? Mhm. Brennnessel, ne? Ganz viel. Mhm. Und wir nutzen die auch natürlich als Sud für Pflanzen und so weiter. Oder machen Tee daraus. Also Brennnessel benutzen wir wirklich viel. Nee, ich bin ein Fan von Brennnessel. In Südtirol ursprünglich gab es diese, wie heißen die eigentlich? So Dumplings auf Deutsch? Schlutzkrapfen im Dialekt. Sind so wie Teigtaschen. Ja. Und ursprünglich war die Füllung mit Brennnessel und Kartoffeln gemacht. Mhm. Und ja, ich muss sagen, also wenn ich in mehr saubere Umgebungen wohne, also nicht in, nicht in Berlin-Zentrum. Ich sammle Brennnessel und ich verwende sie, als es Spinat ist, so genau. Mit Knoblauch und voll super. Lecker. Ja. Ja. Ja, kann man nicht anders sagen. Hier ist diese Korea-Berberitze, was ich vorne meinte am Zaun. Das noch wie eine haben, die ein bisschen schöner trägt in dem Sinne, ja. Sieht man ja hier. Die werden dann rot mit der Zeit. Und dann kannst du die so ab September, sag ich mal, kannst du die essen. Und wir essen die auch also mega gerne in Salat oder sowas. Du kannst einfach hier so eine Traube abzupfen, so ein Ding hier. Haust du einmal einen Salat rein. Also ist mega lecker. Und eine andere haben wir hier auch noch. Julianii. Berberis Julianii ist auch eine Berberitze, aber ihr seht ja den Unterschied. Also die kann man auch essen, aber die Beeren sind auch saftiger, die sind so ein bisschen trocken dann. Aber ich benutze halt beide, einfach um auch Diversität zu haben. Ne? Ist schon okay. Hier ist so eine Himbeersorte ohne Dorn, die aber wächst wie eine Brombeere. Also es ist wirklich keine Brombeere, sondern eine Himbeere sein. So habe ich sie zumindest gekauft. Und also so ein Ding habe ich noch nie erlebt. Ich kann euch leider in den Sortennamen nicht sagen, hier so sehen die Früchte aus. Schmecken auch überlecker. Könnt ihr mal probieren. Oh, danke. Merci. So, also weiß man gar nicht wohin damit, ne? Mit dem Ding so. Wächst halt so krass. Echt Wahnsinn. Ja, und hier drin sind dann auch noch andere Himbeersorten, die ich immer mal so zusammengesammelt habe. Und auch noch Koreakirschen. Also das ganze Ding, diese ganze Heckengeschichte hier ist so ein einziges Biotop eigentlich. Hier ist noch so eine Rose, genau. So eine essbare, hier Hagebutten. So eine Vitaminrose. Hier ist noch Aronia. Das, diese Korea. Die trägt gut dieses Jahr, ja. Korea-Kirsche, die hat so eine kleine Kirschen. So ungefähr, eine ganz kleine, runde Kirschen, der Strauch hier mit den hellgrünen Blättern. Und Sanddorn hier oben noch. Ne? Das ist ja schon fast ein Sanddornbaum. Ja, Aronia ist echt heftig. Richtig krass dieses Jahr. Hier ist nochmal so eine Maibeere, ne? So ein bisschen größer, die da vorne ich als Hecke hatte. Hier sieht man mal so, also wenn die ein bisschen größer ist. Ja. Weiß nicht, so viel mehr macht sie dann auch nicht, denke ich mal. Und hier haben wir auch noch Spargel. Grünen Spargel haben wir hier eine Reihe angebaut.
Also da wirst du jetzt nicht satt von, aber wir haben schon regelmäßig trotzdem Ernte hier. Also jetzt ist natürlich vorbei, gerade im August. Also bis Juni haben wir hier grünen Spargel schon regelmäßig geerntet. Wie viele, haben Sie den Konstantin auch gefolgt, auf so einem kleinen Feld, wie viele Spezies angepflanzte hast du hier ungefähr auf so einem kleinen Feld? Ich zähle einfach mal gerade, so ungefähr. Ja, ja, mach ruhig mal. Roundabout, also ohne Gemüse jetzt wirklich Gehölze, also Spargel und Kartoffeln zähle ich jetzt mal nicht mit, 25. Mhm. Und dann hast du hier, hier sind ja auch noch welche, verschiedene halt, ne? Also Goldjohannisbeere oder Wolchesterbeere, ach, keine Ahnung, Alpinum haben wir ja auch noch, Alpenjohannisbeere, dieser hier. Ja, vielleicht 30, wenn es hochkommt. Also nur hier, ne, mit dem Feld. Ja, und da sieht man ja auch Solidago, lassen wir auch stehen. Wenn er blüht, wird geerntet. Also es darf auch immer alles wirklich mitwachsen. Und wird dann auch benutzt. Achso, eine Acerolbeere haben wir sogar auch da drin, das stimmt. Acerol-Dorn. Das ist ja so ein Weißdorngewächs. Welches ist das? Sieht man schwer. Ja. Müssen wir noch mal rumgehen, wenn du willst. Oder hier durchgehen können wir auch. Ja, warte. Der hier. Ah, das sieht auch ein bisschen aus wie Weißdorn. Genau, ist auch. Krategus ist der gleiche. Ja. Also Weißdorn und der sind Gattung gleich. Okay. Aber hat noch nichts getragen bei uns. Extrem langsam wachsend, wirklich. Ich glaube, es ist die langsam wachsendste Pflanze, die ich jemals hatte. Hier, Aronia, könnt ihr auch probieren. Ja, die sind reif, könnt ihr mal probieren. Oh. Danke. Oder Sanddorn, könnt ihr auch probieren. Schön herb. Ich hatte immer Aronia-Pulver gegessen, nie die richtige Früchte. Hm. Die waren jetzt, glaube ich, ein bisschen bitter, die du hattest. Kannst du mal die versuchen? Hm. Dankeschön. Und hier ist nochmal Sanddorn, auch wenn du willst. Hm. Ja, hier haben wir noch unseren Brunnen. Also funktioniert auch. Hier waren dieses Jahr irgendwie so eine Wespen drin. Ja, hier sind Wespen oben drin. Aber trotzdem, also der Schwengel funktioniert. Hoffentlich störe ich die jetzt nicht. Ja. So, haben wir hier unser... Spielt Nobu immer mit hier. So. Naja, so könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, genau, das ist das Überlaufbecken. Dann haben wir unten die Elektropumpe. Und hier haben wir dann die Verteilung für die Bewässerungsanlage, für die Schläuche, die ihr noch seht. Ne? Und ich benutze wirklich die billigste Technik dafür. Also es ist der billigste Bewässerungscomputer, den man, glaube ich, kaufen kann. Kostet 23 Euro oder so. Und funktioniert mit Akkus. Für den Außenbereich oder Batterien kann man auch nehmen. Wir haben halt Akkus und ja, geht halt nicht kaputt, halt nur ein Menü und das war's. Ne? Also umso mehr Technik, umso anfälliger. Mhm. Aber die Dinger sind echt
super, muss man echt mal sagen. Ja, und eine Pumpe, ja, haben wir schon eine leistungsstarke, weil das sind ja doch schon ein paar Meter, wo hier Wasser hingepumpt werden muss. Aber am Anfang habe ich alles per Hand gewässert und ja, dann stand ich hier bis 23 Uhr nach der Arbeit noch und habe hier rumgewässert. Mit Eimern irgendwie hier, ne, aus dem immer so. Und irgendwann hast du gedacht so, ey, hier, für was mache ich denn das hier? Ja, und dann haben wir uns entschieden, Elektropumpe einzubauen. Haben wir aber erst 2019 gemacht. Also 16, 17, 18 habe ich per Hand gewässert, 3 Jahre. Da hatte ich Schnauze voll. Warst du überhaupt denn noch im Sport machen? War ja schon erledigt. Schon gemacht hier, wenn du 127 Mal hier schwängelst, dann hast du Sport gemacht. Und mit den Eimern rumrennst immer hier so. Ja, hier Bewuchs auf den Wiesen lasse ich auch immer. Ich mähe auch mal Rasen vorne bei uns, weil gerade da vorne, auch mit dem Wäldchen, haben wir dann Zecken. Ne? Und mit den hohen Gräsern hier sind dann oft schnell auch mal Zecken da. Mhm. Aber ich lasse halt trotzdem hier so Pflanzen, Wildblumen und sowas immer mal stehen. Mhm. Ist halt wichtig auch für die Tiere, die halt hier leben, weil die kennen das ja. Die kennen ja eher so ein Gemüse erstmal nicht. Genau, und hier haben wir unsere Feuerstelle. Da ja, machen wir schon regelmäßig Feuer. Und die, bevor wir jetzt das nächste Feuer machen, holen wir das hier auch raus und schmeißen das, wenn ein Beet frei ist, aufs Beet und sonst erstmal in Kompost. Sonst kommt das erstmal in Kompost und rottet da mit dem organischen Material erstmal weiter und wird dann sowieso früher oder später auf die Beete gebracht. Ja, und hier ist noch eigentlich unser Lieblingssitzplatz, deswegen auch die Bank hier. Hier ist halt so eine Wildbirne, die stand schon hier, ne? Die haben wir jetzt nicht gepflanzt, klar. Bisschen groß für 3 Jahre oder 4. Aber ja, hier ist halt auch so ein energetischer Ort, deswegen auch die Feuerstelle hier, wo wir gesagt haben, okay, wow, hier geht was. Unsere Hündin liegt hier auch, haben wir ja auch mit begraben. Dass die ja auch immer noch dabei ist, sag ich mal. Ja, und auch Thema Tod, ne, ist ja bei uns in der Gesellschaft sowieso immer so in der jetzigen so schlimm und böse und weit weg und weiß ich. Und ja, irgendwie hat mir das Bedürfnis, auch sie hier an den schönsten Ort zu legen halt, ne. Dass sie auch immer bei uns ist, wir können sie auch sehen vom Haus aus und so. Ja, und wenn wir hier draußen sitzen, ist sie halt da. Ja, und hier verbringen wir manchmal die Abende im Sommer oder machen auch Erntefest im Herbst. Machen wir hier auch Feuer an. Oder Weihnachten, Sommersonnenwende oder im Frühling, Tages-Nachtgleiche oder Sommer, 21. Juni, Sommersonnenwende, machen wir halt hier Feuer. Ja, ist auch wichtig im Permakulturdenken, sag ich mal, dass man einen Ort hat, wo man die Sachen genießt und zelebriert oder feiert. Ja? Und das ist halt hier unser sozialer Kontaktort hier. Gar nicht so die Terrasse am Haus, sondern wirklich hier. Also wenn wir auch Besuch bekommen, sitzen wir fast immer eigentlich hier. Im Sommer jetzt, ne? Zum Essen oder was auch immer. Außer wenn es regnet. Und das ist das, falls die Sintflut mal kommt? Genau. Wenn die menschengemachte Klimaerwärmung uns wegspült, dann sind wir sicher. Ja, unsere kleinen Mini-Obstbäume hier. Ja, dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, muss man wirklich sagen. In vielerlei Hinsicht, weil, also wir haben halt hier, was ich vorhin schon erklärt habe, die Birnen brauchen sich ja gegenseitig als Bestäuber. Hier haben wir ja eine große Riesenbirne. Hier ist eine kleine Naschi-Birne, hier auch.
Und wir haben wirklich dieses Jahr das erste Mal Naschi-Birnen. Hatte ich noch nie an diesen Bäumen. Also seit diesen habe ich zum Beispiel seit 2014 noch nie eine Naschi-Birne dran gehabt. Und hier ist auch eine dran. Nicht so, sondern so. Das Ganze. Und auch das erste Mal dieses Jahr einen Vampirapfel. Ah, der, weil der so rot ist wie Blut. Ja, und die Blüte ist rot. Die Frucht ist rot in der Schale. Frucht ist rot im Fleisch. Und das Laub ist auch so rötlich. No. Und ich kenne auch den Gärtner, der den hier mal gezüchtet hat. Ja, der hat dieses Jahr auch das erste Mal seine Früchte dran. Der hat auch immer geblüht. Spätfrost. Das war's. Haselnuss, die ist ja auch das erste Mal, diese kleine Haselnuss hier. Auch das erste Mal Früchte dran. Ja, die sind ja, sieht man ja, sind ja kleine Stöckchen hier alle noch. Ja. Kirsche hatte dieses Jahr auch das erste Mal dran. Sogar ziemlich viele für den kleinen Baum. Hier ist diese Maulbeere, die noch richtig groß wird. Die habe ich aus dem Samen gezogen, geschenkt bekommen. Da war die so. Jetzt ist ja schon mal zu sehen auf jeden Fall. Hat aber noch nicht getragen. Ja, hier sind so ein bisschen meine Anbaugeräte, ne? Vom Einachstraktor. Genau. Also mit dem Flug mache ich dann eigentlich immer nur die Beetaußenbereiche. Einmal die Grasnarbe richtig abschaben, dass das Gras nicht immer reinwächst. Das ist ja so eine Furche. Ja. Und dann wird sowieso ausgehöhlt und dann kommt Holzhäcksel drauf. Und das ist zum Anhäufeln für die Kartoffeln da. Ne? Ah, okay. Dann haben wir noch eine Fräse und ein Kartoffelroder. Mehr Anbaugeräte habe ich gar nicht. Wie meinst du das, anhäufeln? Na, der fährt so durch die Erde hier, der Pflug. So. Der hängt hier am Traktor dran. So. Ja. Und dann schiebt er den Boden halt links und rechts nach außen auf die Kartoffeln drauf. Ah. Also ich pflanze die Kartoffeln so weit auch auseinander, dass ich mit dem da drin arbeiten kann. Zeig mal, wie du das so machen kannst. Nee, jetzt nicht. Jetzt brauchen wir das gar nicht anhäufeln gerade. Und wofür ist das? Das ist ein Reihenflug, heißt der. Das ist ein Häufelflug und das ist ein Reihenflug. Was kann der Reihenflug? Eine Reihe flügen. So. Eine Reihe. Und zwei Reihen. Kann auch zwei reinflügen. Aber immer nur in einer Reihe. Weil es sind ja nicht zwei Flüge nebeneinander, weißt du? So. So, dann auch Regenwassernutzung machen wir auch vom Dach, vom Gewächshaus. Der Arme. Und Weiden habe ich hier auch gepflanzt. 2017. So. Nee, nicht mal. So. Und man sieht ja, wie krass die abgehen. Ja. Die sind auch ein super Fieber-Elixier, sag ich mal so. Ja. Mit der Rinde halt, kennst du ja wahrscheinlich, ne? Und sind auch verschiedene Sorten, weil ich die auch für Projekte natürlich benutze. Als Einfriedung für Grundstücke oder zur Entwässerung oder weiß ich was, ja. Und dass sich Leute auch wirklich was aussuchen können. Also hier sitzt Korbflechtweide oder Dotterweide oder Reifweide oder Hanfweide, also so verschiedene Weiden. Mhm. Dass die ein bisschen Auswahl haben. Okay, mich interessiert lieber das oder das oder das. Ne? Ja. Und für mich selber als Baumaterial auch. Weil, also jetzt zum Beispiel die Bienen, wenn die blühen im Frühjahr, tragen den Pollen irgendwo hin und dann wachsen halt bei uns hier auf dem Grundstück irgendwo neue Weiden. Ja. Und die kann ich selber, ohne jetzt die zu stecken, benutzen. Und wir sehen es jetzt hier. Das sind wirklich selbst durch die Bienen vermehrte Weiden. Mhm. Ist mir auch egal, welche Sorte das hier ist. Ja. Die sollen halt dann hier mit der Zeit die Robinie ersetzen. Ja. Also es ist auch Robinie, das habe ich hier auch gebaut selber. Ja. Ne? Das ist das Messeeingangsportal gewesen. Also die Weiden sind halt hier als Medizin, als Windschutz für den Garten hier, wie der Kleinklimazone. Als Bienennährgehölz und als Bauholz. Und wie gesagt, immer am Anfang schon, du brauchst immer so mindestens drei Elemente, warum was da ist. Ja. Und jetzt bei den Weiden hier waren es mal so eben vier. Ne?
Wenn ich nachdenke, fallen, die noch mehr fallen mir bestimmt mehr ein. Was gibt es noch so? Noch für Elemente, also darauf bezogen. Na, Räume schaffen, ne? Kleinklimazone wieder, noch als Zusatz. Dann, tja, was kann man noch machen? Holzhäcksel, wenn du sie häckseln kannst. Du kannst sie auch bündeln, haben wir auch schon gemacht, gebündelt, getrocknet, verbrannt im Kamin. Mhm. Brennt länger, als man denkt. Also obwohl es nur so diese dünnen Stöckchen gebündelt, im Knäuel sozusagen, brennt echt lange, denkt man gar nicht. Ja. Also zum Heizen kannst du auch nehmen. Dann halt Architektur. Und Architektur, genau. Tonisches. Ja. Tonische Schöpfung. Genau. Wassergeister anziehen. Ja. Ja, und das ist halt auch gut, sieht man ja. Also der Holunder hat sich zum Beispiel auch selber ausgesät. Mhm. Und ist halt witzig. Also die Weiden an der Wasserstelle und der Holunder an der Wasserstelle. So, und sonst sieht man ja hier, das ist erstmal nichts so groß. Ja. So super fleißig entwickelt. Ne? Ja. Also auch da mit den, die Wassernutzung ist auch immer so ein Thema, wird ja in Zukunft sicherlich ja verschärft auf uns zukommen, nenne ich mal so. Weil halt eine Klimaveränderung natürlich da ist. Woher die kommt, ist halt die andere Frage. Ne? Aber eine Änderung gibt es, klar. Ja. Die gab es aber auch immer. Genau. Und darauf zu reagieren, dass man Wasser richtig als Ressource erkennt und nutzt auch, ist natürlich wichtig. Ja. Egal eigentlich, ob das Klima, ob das Klima genau, unabhängig vom Klima, genau. Ja. Und dass Wasser auch was bewirkt, haben wir jetzt hier gerade da drüben gesehen. Ne? Hier ist dann der Lager- und Arbeitsplatz. Hier kommen dann die LKWs rückwärts rauf, was ich vorhin schon erzählt habe mit der Straße. Und dann kippen die halt hier ab, so war. Jetzt Pferdem ist schon eine Fuhre. Hier war jetzt Holzhäcksel noch die Reste. Ja, sowas braucht man halt auch immer, ne? So eine Fläche, wo du einfach hinschmeißen kannst, so, wo es nicht stört. Frage zu dem Pferdemist. Hm? Kommt da mehr? Wie lange reicht da der Haufen zum Beispiel? Ja, wir brauchen den Haufen mal 4. Wann im Jahr? Na, den hole ich mir im Herbst. Hm? Ich habe einen Kunden. Nur die nehmen wir mit rein zum Essen heute Abend. Und die können mitessen. Wenn sie möchten. Möchten sie hier mitessen? Kannst du nachher nochmal fragen. Den hole ich mir, na, nicht nur im Herbst, also jetzt so verteilt, jetzt fange ich eigentlich an. Papa. Ja, okay. Bei einem Kunden von mir, der selber Pferde hat, die kein Antibiotikum bekommen. Weil Pferde haben oft einmal Hatschi, dann kriegen sie gleich irgendeine Pille oder irgendein Mittel da reingeknallt. So, ja. Also Pferdeshit ist auch echt oft voll mit Antibiotikum. Und der macht es auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Und da hole ich mir halt 4 Ladungen, Anhänger und Transporter voll. Und lasse das, wenn die Beete leer sind, kommt natürlich darauf an, der Grünkohl steht natürlich bis ins Frühjahr rein. Aber immer wenn ein Beet leer ist, kommt gleich Pferdemist drauf. Mhm. Das bleibt drauf für den ganzen Winter, noch mit Laub von Birne oder Eiche, was auch immer, okay, vermischt. Ja. Oder Rasenschnitt auch nochmal oder sowas, ja. Und dann bleibt es drauf bis zum Frühjahr, bis bearbeitet wird. Mhm. Und dann wird es, wenn es noch zu viel ist, nicht gut verrottet ist, dann fräse ich es nochmal kurz oberflächlich nur durchgewirbelt sozusagen, ja. Also nicht richtig eingefräst, sondern nur so oberflächlich zermanscht. Und dann kommt diese Grabegabel wieder. Und die 4 Haufen, die machst du im Winter dann drauf und dann im nächsten Winter wieder. Genau, also jedes Jahr. Und dann kommt natürlich noch die Aktivkohle immer dazu. Von uns, ja. Hm. Und der Mulch auch noch. Ja, der ist ja immer auf den Wegen, der Holzhäckselmulch. Nee. Das sind immer nur die Wege. Ah, okay. Und in dem Fall, ist es dann nicht zu viel Stickstoff? Nee. Weil der Stickstoff, wenn er jetzt hier liegt, wird ja schon ausgespült sogar. Stimmt, und auch verflüchtet sich, genau. Und, so, genau. Ja. Und wenn er auf die Beete kommt, dann wird er durch die Zersetzung vom Heu oder Stroh ein bisschen immer teilweise zugeführt. Ja. Aber beim Holz noch viel langsamer zugeführt. Okay. Also das Holz muss erst vom Pilz befallen werden, angerottet werden, zersetzt werden, dann also weich gemacht werden und dann kommen die kleineren Lebewesen und zersetzen noch mehr und so weiter. Also es dauert noch länger, bis Holz zugeführt werden kann als Stickstoff. Hm. Und deswegen ist es
in Summe eine gute Kombination. Also ich sehe es ja, was wir anbauen, wie es aussieht und so weiter. Ja. Also scheint ja ganz gut zu funktionieren. War jetzt keine Probleme, sag ich mal. Ja. Und mit dem Boden, wie er halt vorher hier immer ist, so total die Sandwüste. Mhm. Und was dann darauf wächst, ist immer, finde ich, sehr erstaunlich, ne? Oder bewundernswert. Das ist ja auch der andere Punkt. Also da ist ja auch der Sand schon da, vielleicht gar nicht, wo vielleicht nicht viel Stickstoff drin ist. Genau. Brauchen wir denn überhaupt abschließende Worte? Tja, fällt mir gar nichts zu ein, ne? Brauchen keine abschließenden Worte. Never ending story. Mal abwarten und beobachten. Ne? Ja, beobachten immer, klar. Abwarten auch. Also Geduld muss der Mensch sowieso üben. Mhm. Ne? Da sind wir nicht gut drin. Ja, aber wenn man so einen Garten hat, da hat man schon ein großes Stück Freiheit gewonnen. Und Flexibilität. Hier am Rücken geschubst. So was. Ja. Quiero mango dorito, mango pajarito, mango manzano, dame mango colombiano. Quiero mango morado, mango perfumado, mango chancleto, porque el suelo está repleto. Quiero mango de hilacha, mango candela, mango poma rosa, mango pecho paloma. Please visit www.patreon.com/oneseedaday. In order to see the full 2 hours in Ultra HD with Nino Permaculture.